Hallo, liebe Deutschlernende. Heute nehme ich euch mit auf eine Tour. Dies ist mein Zimmer, ja, mein sehr bescheidenes Zimmer. Und heute werde ich dir die Nachbarschaft zeigen. Ja. Hier ist das Wohnzimmer. Ja. Wasser ist hier immer wichtig. Man kann das Wasser hier nicht aus dem Hahn trinken. Ja? Das ist kein Trinkwasser. Deswegen muss man sich hier mal Wasser kaufen. So, jetzt bin ich im Flur. So, hier ist der Flur. So. Und manche Vietnamesen, das ist ganz interessant, manche Vietnamesen haben ihre Tür offen, ja, beziehungsweise sie haben zwei Türen. Sie haben zwei Türen und die erste Tür ist durchsichtig. Ja, man kann hier durchschauen, man kann hier praktisch ins Wohnzimmer schauen. Ja. Genau, also, wie du mitgekriegt hast, nehme ich dich mit auf eine Tour durch die Nachbarschaft. Es ist ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, aber ich mache es trotzdem. Und zwar mache ich dieses Video aufgrund eines Vorschlags von Gabriel. Also danke Gabriel für diesen Vorschlag. Denn ich verstehe, dass die meisten von euch vielleicht auch ein Interesse haben, wie es so aussieht in Vietnam und wie es wie es mir geht und so weiter. Ja. Ich mache nicht so viele Videos über Vietnam, weil es meistens zu laut ist, weil es außerhalb meiner Komfortzone ist und weil ich euch natürlich ganz viele Videos über die deutsche Sprache geben möchte. Ja. Deswegen mache ich nicht so viele Videos über Vietnam. Aber ihr habt schon recht, ja. Ich sollte auch vielleicht mal ein bisschen von Vietnam zeigen. Vor allem, weil ich in 3 Wochen oder so Vietnam verlassen werde. Und Mitte Dezember verlasse ich Vietnam und es geht nach Thailand. Ja, ich gehe ins nächste Land auf meiner langen, langen Asienreise und das wird noch viele, viele Jahre dauern. So, jetzt bin ich draußen und hier ist der Pool. Ja, das ist der Pool. Ah, das ist ganz, ganz toll. Ja, jeden Morgen gehe ich hier hin und schwimme im Pool. Ja, das macht total viel Spaß. Mal schauen, ob es hier rausgeht. Oh, hier sind ganz viele Pflanzen. Echt schön. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht wirklich gewertschätzt. Oh je, das sind Ratten. Ja, es gibt hier ein paar Plagen. Es gibt hier ein paar Viecher, die man eigentlich nicht so gerne sehen möchte. Ja, es gibt Ratten, es gibt Kakerlaken. Das ist eigentlich gar nicht so nett, aber was soll man machen, ja? In Chiang Mai, wo ich im Dezember hinfliege, wird es, glaube ich, viel besser sein, viel sauberer. Und jetzt bin ich draußen und jetzt bin ich vor dem Gebäude. Und genau, das ist der Grund, warum ich nicht so viele Videos mache. Hier ist es sehr laut. Ja. Also hier ist der Eingang meiner Wohnung. Und hier gibt es auch weitere Wohnungen hier in der Nachbarschaft. Ja, weitere Häuser. Das ist eigentlich sehr schön. Ja. Schau doch mal hier. Die Palmen. Ja. auch viel Bauarbeiten und viel Dreck. Aber Bauarbeiten hat man in Berlin auch. Ja. Schau mal, dieses schöne Haus hier. Wow. Wow. Ja. Genau, also alles in allem sehr schön. Ja. Sehr schöne
Nachbarschaft. Also die Leute hier sind sehr nett und die Pflanzen und so weiter. Also das Einzige, was nicht gut ist, ist natürlich der ganze Müll hier. Es ist nicht ganz so sauber. Es gibt viel Smog hier. Deswegen trägt man auch oft Masken. Ja, man trägt Masken, Atemmasken, damit man nicht so viel Smog einatmet. Ja. Ja, da sind ganz viele Motorradfahrer. Ja. Naja. Und so sieht es hier aus. Das ist meine Nachbarschaft. Ja. Hier ist ein Hotel. Ja, das ist meine Nachbarschaft hier in Vietnam. Und man muss aufpassen, ne? Man ist in einer Fußgängerzone, aber trotzdem fahren die Motorradfahrer hier wie wild rum. Und man muss aufpassen, dass man nicht überfahren wird. Ja? Auf der Hauptstraße ist es noch viel chaotischer. Ich habe auch ein paar Videos darüber gemacht. Ja? Wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht und dann auf Wiedergabelisten klickt, ja? Wiedergabelisten, dann ist dort eine Wiedergabeliste, die nennt sich Abenteuer im Ausland. Ja? Abenteuer im Ausland. Und dort seht ihr noch mehr Videos über Vietnam. Ja? In der Wiedergabeliste Abenteuer im Ausland. Ja? Genau, ich glaube, ich mache jetzt auch Schluss. Oh, ich filme gar nicht so lange. Ich habe eigentlich erwartet, dass es länger dauert. Aber ich denke, es geht ganz schnell. Ja? Ich kann ganz schnell die Wohnung verlassen, nach unten gehen mit dem Fahrstuhl. Und ja, das dauert gar nicht so lange. So, genau hier. Eine weitere Straße. Und übrigens, dieser Mann hat einen Lautsprecher und irgendwas wird gesagt und ich weiß nie, was sie sagen. Ich weiß nie, was die Nachricht ist. Ich weiß nicht, ob es eine politische Botschaft ist oder ob es der Versuch ist, etwas zu verkaufen. Ja, ich glaube, die meisten, die mit so einem Lautsprecher rumfahren, wollen etwas verkaufen. Ja. So, jetzt bin ich hier in dieser langen Straße und dort hinten kommt dann die Hauptstraße. Es gibt ja auch ein paar Hunde hier, die bei den Hunden bin ich immer sehr vorsichtig, weil es hier Tollwut gibt. Ja? Hier hat man eine höhere Chance, gebissen zu werden und Tollwut zu bekommen. Ich bin geimpft, also bin ich immun gegen Tollwut, aber man kann ja nie wissen. Und sicher ist sicher. Deswegen halte ich mich lieber von den Hunden fern, nicht dass die Hunde Tollwut haben. Ja, wie gesagt, es ist sehr laut hier. Ein Hahn, ja, das war ein Hahn. Ich höre oft Hühner hier. Ja. Hier kann man sich auch Essen kaufen. Ja, es gibt viele solche Stände, wo man Essen kaufen kann auf der Straße. Ja. Ja.
von vielen, vielen Läden, wo man Essen kaufen kann, ja. Da ist sogar ein Topf. Ein Topf, der gerade beheizt wird. So, und jetzt bin ich gleich an der Hauptstraße angelangt und dann wird es noch chaotischer, noch lauter. Ja, als ob es nicht schon laut genug ist. Ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt. Ich hoffe echt, dass ihr mich verstehen könnt. Das macht Spaß, es macht echt Spaß. Und hier ist ein Karaoke-Ort, wo man Karaoke singen kann. Ja. Hier ist noch mehr Essen, ja. Hier ist Karaoke. So, und jetzt sind wir an der Hauptstraße. Es ist sehr, sehr laut. Ja, es ist sehr, sehr laut. Ich kann kaum mit dir kommunizieren. Ja. Und es gibt auch kaum einen ruhigen Ort hier in Vietnam. Ja. Als ich noch in Deutschland war, da habe ich sehr oft die Kamera genommen, bin rausgegangen in den Park, ja, und ich war auf einer Wiese und habe mit euch geredet, aber jetzt ist es scheinbar unmöglich, einfach mit der Kamera rauszugehen und etwas zu erzählen, ja, weil es hier so laut ist, ja, und ich konnte bis jetzt noch keinen Ort finden, wo ich in Ruhe mich mit euch unterhalten kann, außer mein eigenes Zimmer, ja. Insofern muss ich wohl immer zu Hause bleiben, wenn ich zum Beispiel ein Wort erklären möchte, ja. Wenn ich sage, okay, ich habe ein deutsches Wort, das möchte ich erklären, dann werde ich das in meinem Zimmer erklären, denn ich glaube, ich meine, gerade wenn du immer noch dieses Video schaust, dann heißt das, dass du eine hohe Toleranz hast für diesen ganzen Lärm und das heißt, dass du Deutsch gut genug verstehst, dass du verstehst, was ich sage, trotz all des Lärms. Ja? Ja, trotz, wenn du immer noch dieses Video schaust, dann heißt es, dass du eine hohe Toleranz für all diesen Lärm hast. Aber ich hoffe, es war unterhaltsam, ja, auch wenn du mich nicht immer verstehen konntest, war es hoffentlich interessant für dich. All diese Eindrücke, ja, die ganze Umgebung hier, schon echt interessant. So, ich werde jetzt gehen. Tschüss und bis morgen.